Jetzt würde ich gerne an dich übergeben, Katja Sonnemann. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile und ich sage einmal kurz, dass dieses Panel zu Live-Übersetzung oder Praxen von Live-Übersetzung auch nochmal den Kontext vielleicht etwas anders setzt, den wir gestern aber schon gestriffen haben. Und ich sag erstmal, was du machst. Du arbeitest als Mentorin und Beraterin, auch als Trainerin, hast in deinem Leben aber wahnsinnig viele unterschiedliche Funktionen im Kulturbetrieb gehabt, vor allem im Theater- und Performance-Bereich, also vom Festival über Stadttheater bis zur freien Szene und hast die Akademie der Performing Arts Producer konzipiert und gegründet. Die hat 2018 das erste Mal stattgefunden und zwar findet das Ganze im Rahmen des Bündnisses der internationalen Produktionshäuser in Deutschland statt oder im deutschsprachigen Raum sogar, ne? Und das in Deutschland. Und was dieses Produzieren eigentlich heißt, ich glaube, darauf wollen wir auch noch jetzt noch ein Augenmerk legen. Ich sage auch mal ganz wirklich aus meiner Warte, warum ich das so wichtig finde und da vielleicht nochmal als Reaktion auch auf den Satz, der gestern auch mehrfach fiel, Literatur ist so günstig. Oder es wurde eigentlich andersrum immer gesagt, alles andere ist teurer. Genau dem möchte ich widersprechen und das Festival hier und auch die Arbeit des Center for Literature möchte eigentlich für den Literaturbereich genau die Gegenposition aufbauen. Und ich sage das hier auch als Mantra, seitdem ich die Leitung hier habe in Nordrhein-Westfalen und auch dem Bund gegenüber, dass es eben nicht so ist. Literatur ist nicht günstig und das Produzieren, das in den Performing Arts natürlich eine ganz andere Etabliertheit jetzt hat, auch dank solcher Initiativen wie der Akademie, die du leitest, Katja, das zieht eben bestimmte Dinge nach sich. Und ich glaube, wir werden jetzt in dem Panel auch genau darauf kommen, was nämlich Formate bedeuten von Übersetzungsarbeit oder von Übersetzen im Live-Kontext. Ja, ich bin wahnsinnig froh, dass du hier bist und das Ganze begleitest und auch den Workshop machen wirst. Und jetzt übergebe ich gern an dich. Vielen lieben Dank, Jörg. Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Morgen euch allen. Ich freue mich sehr, dass ich das hier moderieren darf. Und wie schon gesagt, es geht um Praktiken von Live-Übersetzung oder von Übersetzung für Live-Veranstaltungen. Und die Frage, ist Literatur live übersetzbar und welche Arten von Übersetzung werden für Literaturveranstaltungen gebraucht? Ich habe so im Vorfeld, irgendwie bin ich an diesem Wort übersetzen auch so hängen geblieben und dachte, von wo nach wo setzen wir eigentlich über? Bei wem wollen wir ankommen, wenn wir übersetzen? Und mit welchen Mitteln legen wir diesen Weg eigentlich zurück? Also das ist das, was mir so ein bisschen durch den Kopf ging. Aber ich möchte vor allem die Gesprächspartnerinnen jetzt auch herzlich begrüßen. Und wir haben eben kurz abgesprochen, dass sie sich selber kurz vorstellen, weil ich es selber immer ein bisschen komisch finde, über jemanden zu sprechen, den ich dabei anschaue. Also, Katie Derbyshire. Guten Morgen. Morgen. Ich bin Katie Derbyshire. Ich übersetze hauptsächlich Prosa aus dem Deutschen ins Englische, lebe seit 25 Jahren in Berlin und übersetze seit ungefähr 10 Jahren Romane. Ich veranstalte seit ein paar Jahren verschiedene Formate, die nicht alle mit Übersetzen zu tun haben. Und ich bin Verlegerin jetzt bei einem kleinen englischsprachigen Imprint V&Q Books. Dankeschön. Ich gehe alphabetisch durch. V&Q Books. Jasmin Magames. Ja, auch guten Morgen von mir. Ich bin Dramaturgin im Schauspielhaus Bochum gerade. Ich habe Theaterwissenschaft und Germanistik studiert und 3 Jahre in Mülheim in der freien Szene gearbeitet, am Ringlockschuppen als Dramaturgin und freue mich auch sehr, dass ich heute eingeladen wurde. Und wegen Übersetzungserfahrungen, die man schon gemacht hat. Es fing vor allem damit an, dass ich einfach eine Sprache, also ich bin bilingual aufgewachsen, habe eine Sprachkompetenz, die irgendwann sehr gefragt war. Und obwohl ich nie das Gefühl habe, ausreichende Sprachkenntnisse zu haben, wurde ich dann schnell eben auch im Theaterbereich für Übersetzungen angefragt, für Übertitel, für Korrekturlesungen. Und darüber entwickelte sich dann auch so das Interesse darin, Sprachen zu übersetzen, beziehungsweise sich damit auseinanderzusetzen, was das vor allem auch bedeutet. Vielen Dank. Als nächstes Christa Morgenrath. Guten Morgen.
Vielen Dank für die Einladung zunächst. Ja, mein Name ist Christa Morgenrath. Ich habe in Köln Germanistik und Politologie studiert, habe dann viele Jahre am Theater gearbeitet, am Theater in der Ruhr mit Roberto Ciulli als Dramaturgin und Referentin der künstlerischen Leitung. Das war immer ein international ausgerichtetes Theater und insofern ja, bin ich da irgendwie in die internationale Kulturarbeit hineingeboren worden mit in meinem beruflichen Leben und das hat mich sehr geprägt und immer beschäftigt. Dann bin ich ein paar Jahre nach Afrika ausgewandert und hatte aber vorher schon die Liebe zu afrikanischer Literatur entdeckt und habe dann, als ich zurückgekommen bin, das Projekt Stimmen Afrikas in Köln gegründet und naturgemäß haben wir da auch viel mit Übersetzung zu tun. Entschuldigung, ich habe gerade getrunken. Franziska Winkler. Ja, hallo, ich bin Franziska. Ich habe, das hört sich so laut an, die Literaturinitiative Handverlesen gegründet, deren Projektleiterin ich auch bin. Da geht es halt um Übersetzen von Gebärdenpoesie in Lyrik, also in deutsche, deutsche Schrift, Lyrik und umgekehrt. Genau, ich habe Kulturwissenschaften studiert und jetzt auch nochmal Deaf Studies, also befasse mich schon auch nochmal sehr viel mehr mit der Sprache, also mit der Gebärdensprache und auch genau, was Körperlichkeit in der Literatur bedeutet und aber auch inwieweit wir es halt schaffen, Künstlerinnen, die nicht sichtbar sind auf den Bühnen, mehr auf die Bühnen zu bekommen, also eigentlich genau weg von dieser Art Live-Übersetzung zu gehen. Ja, genau. So, es ist eine Versammlung von sehr unterschiedlichen Perspektiven auf diese ganze Frage. Das finde ich auch das Spannende daran, weil es, glaube ich, vieles vereint oder viele Blickwinkel mit sich bringt. Und deswegen hatte ich mir jetzt überlegt, ich stelle euch nacheinander jeder eine Frage aus den verschiedenen Blickwinkeln. Beginnen möchte ich mit Christa, Veranstalterinnenperspektive jetzt für Literaturveranstaltungen. Ist Live-Übersetzung bei Literaturveranstaltungen denkbar? Und könnte sie diese vielleicht sogar bereichern? Ja, ich bin absolut der Meinung, dass das denkbar ist. Und ich bin auch immer dafür, dass man es genau sichtbar macht. Wir haben eben 2019, deswegen habe ich hier das Heftchen mitgebracht, ein Festival unter diesem Thema auch gemacht, haben uns sehr viel eben mit Übersetzung und Übertragung beschäftigt, eben auch kultureller Übersetzung, nicht nur der sprachlichen Übersetzung und haben da einfach auch verschiedene Sachen ausprobiert, auch unter dem Vorzeichen, dass Übersetzungen aus afrikanischen Literaturen ja immer Übersetzungen aus Kolonialsprachen sind und die Muttersprachen da vollkommen zu kurz kommen und haben eben ganz fremd, also für uns ganz fremde Sprachen auf die Bühne gebracht und da verschiedentlich live übersetzt, mit Projektionen gearbeitet, mit Simultanverdolmetschung und alle möglichen Mittel ausprobiert, also so dass an einem Abend da 11 Sprachen auf der Bühne waren. Und das hat großen Spaß gemacht und hat irgendwie die Leute auch animiert, viel mehr zuzuhören, auch Sprachen, die sie nicht verstehen. Und ich finde das einen wichtigen Moment, den man einbeziehen sollte. Aus der Übersetzerinnenperspektive, Katie, hast du schon live übersetzt oder bedarf es immer der Vorbereitung des Übersetzens im Vorfeld? Also ich dolmetsche nicht. Ja. Ich kann das nicht. Es ist schwierig. Ich komme aus der relativ privilegierten Perspektive, dass ich mit Englisch arbeite. Das heißt, die SchriftstellerInnen, die ich übersetze, die können meistens ein bisschen, also wenn wir Live-Auftritte zusammen haben, was durchaus vorkommt und was ich gerne mache, können die schon ein bisschen Rade brechen. Und das, mir geht es bei Live-Veranstaltungen eher darum, für mich als Übersetzerin, dass meine Arbeit gewürdigt wird, dass ich sichtbar bin. Und ich möchte nicht nebenbei unbezahlt noch zusätzlich als Dolmetscherin arbeiten müssen. Fair enough. Franziska, lautsprachliche Literatur
kann die live übersetzt werden in Gebärde oder ist es auch dort eine Frage des Vorbereitens und der intensiven Zeit im Vorfeld? Sie kann nicht live übersetzt werden. Das hat verschiedene Gründe, meiner Meinung nach. Also der erste Punkt ist, dass die Frage ist, wer kann überhaupt live übersetzen? Und ein Ansatz, der sehr wichtig ist, finde ich, ist, dass sobald es auf die Bühne geht und sobald es künstlerische Arbeit ist, müssen das taube Dolmetscherin sein, taube Künstlerin, taube Übersetzerin. Genau, es gibt den Beruf der tauben Dolmetscherin, aber auch die taube Dolmetscherin würde nicht jeden literarischen Text übersetzen. Also so wie Katie gerade schon gesagt hat, man ist vielleicht Dolmetscherin oder man setzt sich halt künstlerisch damit auseinander. Es gibt natürlich auch Vermischung, auf jeden Fall. Aber es braucht natürlich eine Vorarbeit. Es braucht einfach, man braucht den Text, man muss sich da reinfinden. Das kann man unterschiedlich machen. Also es geht natürlich auch, wenn man der tauben Künstlerin den Text schickt und sie sich damit auseinandersetzt. Wir bei Handverlesen gehen halt eine ganz andere Richtung aus und da stimme ich dann halt auch Jörg zu, Literatur ist teuer, weil wir nämlich so sagen, wir machen einen Workshop, wir bringen Tandems zusammen, wir bringen taube Künstlerinnen und hörende Lyrikerinnen zusammen und die übersetzen sich gegenseitig und zum Beispiel Lea war auch dabei und das ist einfach ein ganz großer Aufwand. Also es ist ein Workshop von mindestens 3 Tagen und eigentlich ist auch der nicht genug dafür. Und erst dann gehen wir auf die Bühne und erst dann performen wir sozusagen. Es gibt natürlich auch andere Wege, dass man halt den Text zukommen lassen kann. Das ist natürlich ein sehr großer Aufwand, den wir betreiben, der natürlich auch nicht immer umsetzbar ist, weil er halt teuer ist und du halt für jeden Workshop auch noch eine Handvoll von Dolmetscherinnen brauchst. Also du brauchst halt für jeden Workshop auch nochmal, je nachdem, 4 bis 10 Gebärdensprachdolmetscherinnen, damit überhaupt der Transfer stattfindet. Genau, aber ja. Also es ist nicht übersetzbar auf der Bühne live. Vielen Dank. Ich komme gleich, fasse da gleich was zusammen, aber ich möchte erst Jasmin noch mit ins Gespräch bringen. Du hast ja viele verschiedene Übersetzungspraktiken im Theater kennengelernt und das Theater hat da vielleicht auch schon eine andere Geschichte des Übersetzens für Veranstaltungen. Welche Formen oder Arten des Übersetzens hast du dort schon praktiziert? Zum einen die klassische Übertitelung, von der ich gerade gesprochen habe. Das heißt, man hat einen Text, man sieht Proben, man stutzt den Text auch dramaturgisch zusammen, damit er irgendwie einigermaßen noch mit auf die Projektionsfläche passt und trotzdem aber das Gesagte mit übernommen wird, was dann halt auch weggelassen wird. Also diese klassische Form, die man viel kennt, die auch viel noch betrieben wird. Dann habe ich Erfahrung gemacht mit Live-Übersetzung in Vorbereitung. Das heißt, dass wir den Theatertext einem Übersetzer oder einer Übersetzerin eben vorher haben zukommen lassen. Im besten Falle konnten die auch an Proben teilnehmen und haben dann während des Stücks den Text live eingesprochen, meist in einem anderen Zimmer oder in einer speziellen Kammer, in Mikrofon gesprochen und dieses Mikrofonsignal wurde dann eben auf Kopfhörer übertragen, die man sich vor der Veranstaltung ausleihen konnte. Und die Mikrofone oder das System, mit dem wir gearbeitet haben, hatten auch verschiedene Audiospuren da drauf. Das heißt, es gab Veranstaltungen mit mehreren Live-Übersetzungen, was dazu führte, dass das Publikum 3 verschiedene Sprachen zu der, die auf der Bühne gesprochen wurde, gleichzeitig vernehmen konnte. Das hatte ich dir auch schon in unserem Gespräch erzählt, auch einfach mal eine schöne Erfahrung hatte, weil ich ein Stück besucht habe, was auf Englisch stattfand, wo ich gesagt habe, da brauche ich keine Übersetzung und aber die Menschen links und rechts von mir in den anderen Sprachen, die ich spreche, jeweils die Übersetzung auf den Kopfhörern hatten, sodass ich einfach das gleiche Stück in 3 Sprachen gehört habe, weil die Kopfhörer so laut eingestellt waren, was mich sehr von dem Stück selbst abgelenkt hat und ich dann einfach nur ein Stimmenwirr war von unterschiedlichen Sprachen, die man, sobald man sie versteht, natürlich auch irgendwie versucht zu folgen. Und dann haben wir noch vor allem auch in theaterübergreifenden Formaten, Gesprächsformate und so natürlich Live-Übersetzungen mit der Person dabei, sowohl konsekutiv als auch parallel laufend. Da habe ich auch schon Erfahrungen mitmachen dürfen, dass ich während eine Person vorgetragen hat, eben gedolmetscht habe, auch in dieser Kabine, auch über die Kopfhörer und das war eine Notlösung. Ich habe auch immer gesagt, Leute, ich bin keine Übersetzerin, ich spreche nur eine Sprache
Und was dazu führte, dass mich die Teilnehmerin oder die Vortragende einfach zwischendurch abgehängt hat. Und ich dann auch über das Mikrofon gebeugt saß und sagte, verehrte Gäste, es tut mir sehr leid, aber ich verstehe Sie, aber ich kann es nicht übersetzen gerade. Aber lassen Sie mich was anderes erzählen, weil ich irgendwie diese Pause dann nutzen wollte, weil man ja auch in so einem Zugzwang ist. Und wenn ich still bin, fangen Sie dann an, irgendwie ist was mit den Kopfhörern kaputt. Und ich habe einfach gesagt, es tut mir leid, die ist zu schnell. Ich komme nicht hinterher. Bis ich dann wieder den Faden aufnehmen konnte und dann den Vortrag weiter übersetzen konnte. Also es sind so verschiedene Formen von Übersetzungen, mit denen man auch live arbeiten kann. Ich glaube auch, dass diese Frage nach, was heißt live übersetzen, also das eine ist für Live-Veranstaltungen übersetzen, ist das eine Thema sozusagen, und das andere ist, gibt es die Möglichkeit, wirklich live zu übersetzen, und das ist das, wie du sagtest, eher das Dolmetschen. Was vermutlich und wie ich euch jetzt alle verstehe, im Kontext von Literatur eher nicht in Frage kommt, weil es natürlich zusätzlich zu dem von einem Wort zum anderen eine Übersetzungsleistung braucht, die was ganz anderes ist. Ja, schon, aber manchmal ist es notwendig. Also wenn man ein Panel hat oder eine Lesung mit zwei verschiedenen Sprachen, dann muss das Publikum auch alles verstehen können. Nur ja, ja, das schon. Nur ist es ja in einem Panel eine Live-Übersetzung was anderes, als wenn es ein literarischer Text ist, genau, den ich ja übersetze. Und deswegen wollte ich, also diese Frage von Zeit, die mit dem, was ihr vorhin gestern erzählt habt, irgendwie Literaturbetrieb ist günstiger als irgendwie die anderen Künste. Das ist ja genau der Aspekt, auf den ich deswegen dich nochmal fragen wollte, was aus der Übersetzerinnenperspektive von Literatur dein Fokus ist eigentlich für welche Arten von Übersetzungen, wie viel Zeit es braucht und was es dann für eine Live-Veranstaltung aus deiner Perspektive wichtig ist. die Dauer, die es braucht, um etwas zu übersetzen, damit es für eine Live-Veranstaltung dann überhaupt vorhanden ist, der Text? Oh ja, okay, ja, jetzt habe ich verstanden, danke. Es dauert, ne? Ich habe ja für eine Feli habe ich was super schnell gemacht, da habe ich 2 Tage gebraucht für eine Keynote-Rede hier. Wenn ich mit einem Autor oder eine Autorin zusammen auftrete, habe ich 4 bis 6 Monate dran gearbeitet an diesem Text. Für die Veröffentlichung und dann auch für Lesungen. Gehst du auch auf Lesungen und liest dort ja deine Übersetzung? Genau, das, das ist passiert nicht immer, aber immer häufiger, dass Übersetzerinnen mit auf die Bühne eingeladen werden, und das machen die meisten von uns sehr gerne. Und ist ja auch das, was du mir im Vorfeld auch gesagt hast, die Wichtigkeit ist, das auch sichtbar zu machen, dass dieser Akt sozusagen von dem Ursprungstext zu dem, was dann wahrgenommen wird, dass der Weg dazwischen einer ist, der häufig noch nicht so sichtbar ist im Moment. Deswegen ja, würde ich mich nochmal, also Christa, bei den Veranstaltungen, ihr habt, wenn du sagst, ihr habt die mehrsprachig und live, ist es aber auch so, dass es im Vorfeld natürlich einer ganz anderen Arbeit bedarf. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir sprechen nur von Übersetzen. Also das live ist und sprechend ist Dolmetschen, ne? Das ist der andere Begriff, und da wird das Gespräch gedolmetscht und natürlich nicht der literarische Text, das ist ja völlig unmöglich. Und man braucht im Prinzip beides, also ich brauche zuerst die Übersetzung vom Text und würdige dann natürlich die Arbeit der Übersetzerin, der literarischen Übersetzerin, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Und die wir versuchen auch immer auch extra zu berücksichtigen. Wir sind in Deutschland sehr verwöhnt, ja auch in der Kinolandschaft wird alles synchronisiert. Aber im Kino haben wir es eigentlich sehr sinnfällig, wenn man einen Film im Original sieht mit Untertiteln, ist uns das viel auffälliger, und man merkt auch, dass das ein großer Unterschied ist, ob man eine Originalsprache hört und parallel sozusagen eine Zusammenfassung oder auch im Theater, ne? Und das Dolmetschen ist sozusagen eine Service,
Leistung, ne, für Nicht-Muttersprachler der Autorinnen und Autoren, die wir einladen. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist eben eher was Pragmatisches und die literarische Übersetzung, mit der, finde ich, kann man eben auch künstlerisch spielen. Also in dem Moment, wo eine Schauspielerin zum Beispiel einen Text vorliegt, ist das auch schon, vorliest, ist das auch schon eine Übersetzung. Es ist ja immer auch eine weitere Interpretation. Und das finde ich eine große Chance, mit der man mehr arbeiten und spielen sollte, die dann auch eben mehr Geld kostet. Das finde ich aber gut, um das bewusst zu machen und damit eben auch die sozusagen die Ursprungsleistung von den Übersetzerinnen, die den Text für uns zugänglich gemacht haben, auch nochmal anders zu würdigen. Ja, ich würde auch, also ich würde da zustimmen. Ja, genau. Ich würde da zustimmen, weil ich würde sagen, übersetzen ist auf eine Art auch einfach vermitteln, also zwischen den Sprachen vermitteln. Und also gerade wenn wir bei uns, wo wir in den Lyrikbereich gehen, ist es zum Beispiel auch ein eher ein Nachdichten, weil es ist keine, du kannst keine 1:1 Übersetzung leisten. Du musst es quasi transferieren in deine Sprache, in die Zugänglichkeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, zwischen Übersetzen und Dolmetschen zu unterscheiden. Dolmetschen ist in dem ersten Moment eine Dienstleistung, es macht Dinge zugänglich, es macht Gespräche offen, es macht Gespräche freier und es ist super wichtig, das auch anzubieten, nonstop sozusagen, damit auch irgendwann überhaupt der Bedarf da ist für Leute zu sagen, ach guck mal, da gehen wir hin. Und ich glaube, Menschen müssen das auch erst auf den Schirm bekommen. Also jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt in der Tauben-Community ankommt, die haben natürlich Literaturhäuser nicht auf dem Schirm und checken nicht die ganze Zeit, ah, was ist dann für ein Programm beim Literaturhaus, weil das Literaturhaus natürlich vielleicht dreimal im Jahr was mit DGS macht und man muss sie gezielt ansprechen sozusagen und sagen, hey, guckt mal hier, kommt vorbei und dann kommt das vielleicht irgendwann, dass man dann auch anders nachguckt. Genau, also das ist die Dienstleistung und das Übersetzen ist aber wirklich, also eigentlich eine eigene Kunstform und ich glaube, das ist super wichtig, dass auch mehr anzuerkennen und mehr zu sagen, das muss auch gewürdigt werden. In jedem Fall. Ich glaube, das ist also genau der Punkt, dieses, was über Sprache hinaus oder über das gesprochene Wort hinaus leistet eine Übersetzerin eigentlich. Also was, welchen Kontext wird übersetzt. Und vielleicht nochmal, Jasmin, weil du mir auch von den Erfahrungen aus dem Theaterbereich erzählt hast, was über die Sprache hinaus eigentlich entscheidend ist. Ja, wir haben da in, ich glaube, 3 Projekten, ich finde das sehr schön, dass man so eine Lernkurve auch bei uns erkennen konnte, weil wir im Ringlockschuppen viel mit einem kamerunischen Künstler zusammenarbeiten, Martin Mbara, der zwar auch Deutsch spricht, aber auf Französisch eben schreibt und er sowohl Autor als auch Regisseur seiner Stücke ist. Und uns ist dann relativ schnell an dem Beispiel aufgefallen, dass er viel mehr benutzt als nur die Sprache, die es zu übersetzen gibt, weil es einfach Verweise gibt auf die Geschichte Kameruns, auf Kolonialgeschichte, auf mythische Überlieferungen, die bekannt sind, die wir aber hier im Raum nicht kennen. Und das hat er eingeflochten natürlich in seinen eigenen Text, sodass wir mit ÜbersetzerInnen gearbeitet haben oder versucht haben, über den Text zu sprechen und dann festgestellt haben, uns fehlt ein komplettes Wissen über die Geschichte, die Kultur, die Philosophie, aber auch die Theorie und die Art der kamerunischen Geschichtserzählung. Und ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir hatten, war eben diese Sachen zu übersetzen oder einen Weg zu finden, wie man am Ende dieses Produkt, eine Übersetzung während der Performance, eben liefern kann. Und es war immer ein sehr langer Prozess und wir haben dann mit einer Französin gearbeitet, wo davor nochmal ein kompletter Dialog aufgemacht wurde zwischen ihr und dem Autor, weil eben Frankreich als Kolonialmacht, also wer übersetzt auch wen, und das war aber von dem Autor sozusagen dann auch gewünscht und es war auch alles mehrfach besprochen, die dann, ich glaube, 4 oder 5 Probentage bei uns verbracht hat, also auch ein großer Aufwand. Vorher viel mit ihm natürlich auch geschrieben hat, den Text vorher hatte, aber selber noch in der Übersetzung von Text auf Bühne mit dabei war. Und es ging dann so weit, dass wir teilweise gedacht haben, okay, wir kommen da nicht drum rum, man braucht Erläuterungen. Ein bisschen wie so ein Reklambuch,
wo dann so die Fußnote und am Ende guckt man nochmal nach, was meinten die eigentlich damit. Und dass wir sogar darüber dann gesprochen haben, eben ein Glossar für die verwendeten Namen und Jahreszahlen, die fest in der kamerunischen Kultur verankert sind, eben für uns zu übersetzen, damit wir dem Stück folgen können, ohne es nur zu übersetzen wörtlich, aber eben den Inhalt nicht mitzutragen. Und haben dann aber auch festgestellt, dass die Übersetzungsleistung, die wurde dann live eben eingesprochen, wieder eine ganz eigene Kunstform ist. Und während man zum Beispiel sehr kräftige Männerstimmen hatten, die einen Monolog erzählten auf der Bühne, hatte man diese Französin, die in einer sehr ruhigen Sprache diesen Text dolmetschte. Und dementsprechend haben wir dann auch festgestellt, selbst mit unseren Kopfhörern, mit denen wir schon länger arbeiten, kann man spielen. Das heißt, wir haben Menschen aufgefordert, ein Ohr bei der Performance bitte freizulassen. Also einmal, um die Bühne selbst und die Erfahrung auf der Bühne ungefiltert wahrnehmen zu können und auf dem anderen Ohr eben diese fast schon zu ruhige Stimme, die einfach die Übersetzung liefert, zu folgen. Und das Ganze wurde dann, dadurch, dass dieses Stück, was in Kamerun so auch gezeigt wird, in Deutschland zu einer ganz anderen Erfahrung. Christa, du wolltest dich dazu sagen. Ja, das ist sehr interessant, was du erzählt hast, auch über dieses Glossar, was vielfach in früheren Publikationen von Schriftstellerinnen aus dem afrikanischen Raum gemacht wurde und was eine Veränderung in der Publikation erfahren hat in den letzten Jahren, auch weil die afrikanischen Autorinnen und Autoren sich ein Stück emanzipiert haben, gesagt haben, wir brauchen nicht mehr das Glossar, sondern es sind muttersprachliche Einsprengsel in den Romanen verblieben, ohne dass die erklärt werden, um einfach auch klarzumachen, wir sprechen ganz andere Sprachen, weil wir haben diesen Kontinent mit einer Handvoll europäischer Sprachen überzogen, das ganze Bildungssystem, und ignorieren einfach, dass es auf diesem Kontinent 2000 Sprachen, Muttersprachen gibt, nicht Dialekte, sondern wirkliche Sprachen. Und das ist ein, finde ich, sehr erfreulicher Prozess, der sich da so allmählich und selbstverständlicher vollzieht, dass man diese Einsprengsel einfach aus dem Kontext dann sich auch erschließen muss als Leserin und als Leser und ein anderes Gefühl auch für den Klang von Sprachen bekommt. Und das ist eben die sogenannte kulturelle Übersetzungsleistung, an die wir uns, glaube ich, alle mehr gewöhnen müssen, weil wir unser Alltag eben mehr Sprachen als nur das Deutsche oder das Englische bereithält und wir einfach auch aufhören, selbstverständlich durch die Welt zu reisen, zu sagen, naja, wenn ich Englisch kann oder Französisch, versteht mich ja überall jemand. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, weil wir wissen, dass eine Geschichte dahinter steht, dass diese Menschen eben diese europäischen Sprachen sprechen. Ich wollte da kurz anknüpfen, ist das okay? Ich finde es, also genau, ich würde auch sagen, was es nämlich auch beim, was man beim Übersetzen mit beachten muss, ist, dass es auch Hierarchien gibt einfach. Also aus welchen Bereichen komme ich, welche Zugänge habe ich? Und bei uns ist die Hierarchie natürlich super groß, weil quasi taube Künstlerinnen eigentlich keinen Zugang zum Literaturbetrieb haben, der halt sehr hörend ist, der einfach gar nicht ausgerichtet ist, da für taube Leute zu arbeiten sozusagen. Und was wir nämlich auch machen, das ist ähnlich wie bei euch, ich schicke allen hörenden Künstlerinnen, die ich fürs Projekt anfrage, die neu zum Projekt dazukommen, die kriegen halt einen Reader von mir, wo halt Texte dabei sind. Texte, die erklären, was ist taube Kultur, wie ist Gebärdenpoesie, was sind die Unterschiede. Und es gibt einfach zum Beispiel sehr viele Wissenslücken, also auch allein die Anerkennung, dass Gebärdensprache oder deutsche Gebärdensprache eine Fremdsprache ist. Das ist keine 1:1 Übersetzung von der deutschen Lautsprache, es ist eine Fremdsprache. Es gibt einen ganz anderen Bildungshintergrund, weswegen taube Leute halt nicht, oder also nicht alle natürlich, aber lesen ist nicht deren Zugang sozusagen. Und ich glaube, das ist halt, also genau, wir haben dann auch angefangen, ein Glossar auf unserer Homepage zu machen, den Glossar dann natürlich auch nochmal in DGS übersetzt. Also es gibt wir müssen immer gucken nach dieser Zugänglichkeit und halt einfach auch wirklich versuchen im Vorfeld, soweit es geht, du kannst natürlich Hierarchien nicht abbauen, aber irgendwie zugänglicher zu machen und einen Weg zu finden, dass die Künstlerinnen auch in erster Linie auf sich auf Augenhöhe begegnen können. Und ich glaube, genau, ich weiß nicht, wie gut wir es hinbekommen, aber ich hoffe, dass es so Schritte sind, sozusagen vorher diese krasse Aufklärungsarbeit erstmal zu leisten. Ich komme
gleich darauf zurück und jetzt will ich nochmal einen Schritt zurück. Das ist sehr befreiend, was du erzählt hast als Übersetzerin, aus der Übersetzerin-Perspektive, dass wir nicht mehr diese, dass wir mehr den LeserInnen überlassen dürfen und können, dass wir nicht mehr also als AnthropologInnen der Literatur durchgehen, dass wir nicht mehr halt sagen, ja, ich kläre euch Leserschaft auf, weil ich alles weiß über diese Kultur, aus der ich vermittle. Ne? Und das, also selbst für mich, ich nur aus dem Deutschen übersetze, ich lasse es richtig gerne deutsche Worte drin. Richtig gerne. Und denke, ja, okay, dann... Ne? Ihr habt ja auch ein Handy. Ne? Also, und ich wollte dich fragen, wie empfindest du das? Hast du dieses Gefühl als... Entschuldigung, jetzt übernehme ich deine Rolle. Aber hast du dieses Gefühl als Anthropologin vermitteln zu müssen? Ne? Ja, auf jeden Fall. Also genau, es kommt vielleicht auch dazu, dass ich ja auch wirklich einfach Kulturwissenschaften studiert habe. Also dass dieses Anthropologische irgendwie... Also dass das meine Art ist sozusagen. Aber auf jeden Fall, also ich fühle mich schon als sehr krasse Vermittlerin und auch immer wieder halt Leute darauf anzusprechen und zu erklären. Und es ist natürlich auch schwierig, weil die Frage ist auch, wer kann für wen sprechen. Also ich habe taube Eltern, deswegen ist es, glaube ich, in einem bestimmten Moment okay. Ab einem bestimmten Moment geht es auch nicht mehr. Ist es nicht, also kann ich das nicht machen, weil ich bin nicht taub sozusagen. Aber ich mache sozusagen die Vorvermittlung oder versuche zumindest Räume zu öffnen, dass halt dann die Räume für die tauben Künstlerinnen da sind, die dann wiederum natürlich ihre Rolle gerecht werden oder sprechen können und für sich sprechen können. Aber absolut, also ich fühle mich sehr als Vermittlerin, weil es braucht immer diesen ersten Step. Also als wir, ich habe das damals mit Katharina Mewes, eine Autorin, gegründet, und als wir angefangen haben, das zu gründen, war natürlich so die erste Frage so, also unsere Ursprungsidee bei Handverlesen war eigentlich, wir wollen eine Lyrik-Anthologie herausgeben mit Gedichten, und die sind dann in DGS übersetzt als Video. So fingen wir halt an, sehr naiv, und haben dann gemerkt, okay, so funktioniert es gar nicht. Wir müssen halt genau diesen, also wir mussten das auch erst lernen. Und auch wir mussten erst diesen Lernprozess machen, zu sagen, okay, wir brauchen Workshops, wir müssen quasi in diesen Workshops wird übersetzt. Wir können nicht einfach ein Buch mit 50 Gedichten rausgeben, von Anno bis heute. Und haben halt da aber voll krass diesen Lernprozess gehabt, aber auch diese Aufklärungsarbeit, dass Leute halt sagen, ja, aber warum? Warum wollt ihr das überhaupt in deutsche Gebärdensprache übersetzen? Es kann doch jeder dieses Buch in die Hand nehmen und sich das einfach durchlesen. Und da zu sagen, nein, das geht halt nicht, das kann halt nicht, es ist nicht diese Zugänglichkeit da. Deswegen wollen wir es halt in Gebärdensprache übersetzen, bis wir dann halt zu dem Punkt gekommen sind, hey, nee, Moment mal, es gibt Gebärdenpoesie, die muss eigentlich übersetzt werden. So nicht die deutsche Lyrik muss für die Tauben übersetzt werden, sondern hey, guck doch mal, da passiert irgendwie eine Poesie, die viele Theorien, die ihr über Literatur habt, eigentlich zunichte macht, wie der Autor ist nicht tot, Körperlichkeit in der Lyrik, also ganz, ganz viele Theorien, die in der Literaturwissenschaft so krass verankert sind, sprengt eigentlich Gebärdenpoesie, und sie wird halt nicht angesehen, also sie braucht noch diesen Step sozusagen, in diese Literatur reinzukommen, und ich glaube, genau deswegen sehe ich mich sozusagen als Anthropologin. Genau. Ja. Und das ist halt auch so dieses, wo man auch zu diesem Buch kommt. Also wir arbeiten halt auch gerade an unserem ersten immer noch Lyrikband, wo es jetzt halt nur dieses Gebärdenpoesie in deutscher Lautsprache und halt aus den Workshops, die wir hatten. Aber es ist natürlich auch die Frage, hat dieser Band einfach nur diese Lyrik? Gibt es eine Vorerklärung? Gibt es einen Vorband, der das erstmal alles überhaupt erklärt? Und so. Es sind so ganz viele Steps und ganz viele Fragen, die man vielleicht erstmal braucht, um überhaupt das vermitteln zu können, und dann hoffentlich in ein paar Jahren das einfach als selbstverständlich angesehen wird, als einfach, wir laden die jetzt als Gäste ein und die sind hier, sprechen auf Panels, sind auf der Bühne, machen ihre Performance und so. Also genau, ich glaube, dafür braucht es einfach diese Vermittlerrolle. Ich denke gerade, was kann man davon übertragend lernen für auch die ganzen Übersetzungsformate, wo es um verschiedene Sprachen geht. Also dass es eben auch eine Körperlichkeit hat oder eine Klanglichkeit, was du beschrieben hast, und diesen Weg der Transferleistung auch in verschiedene Vielsprachigkeit zu übertragen. Also
Von welchen Formaten kann man für andere Bereiche lernen? Für Veranstaltungen zum Beispiel. Gibt es etwas, wo du denkst, da kannst du was übernehmen aus dem, was Jasmin beschrieben hat, von den Theaterpraktiken oder aus der Gebärdenpoesie-Praktik für Literaturveranstaltungen? Ja, ganz bestimmt. Also solche Praktiken haben wir natürlich auch schon angewandt, die Jasmin betrieben hat. Aber also Gebärdensprache ist für mich ein völlig neues Feld und ich finde es total spannend, auch in die wechselseitigen Richtungen. Also wir sind eben einfach unglaublich verwöhnt und einseitig gepolt, weil wir immer nur daran denken, dass man auf uns eingehen muss, auf unsere Perspektive, auf unsere Sprach- und Sprechgewohnheiten. Und das müssen wir nach und nach verlernen. Also wir müssen einiges verlernen, um was Neues erlernen zu können, eben auch aus anderen Perspektiven. Und da sehe ich eben auch unsere Rolle, da Formate anzubieten und eben auch mit anderen Genres und anderen Kolleginnen zusammenzuarbeiten, um die Menschen wachzurütteln und zu sagen, ihr könnt nicht so weitermachen wie bisher. Das wird nicht funktionieren, weil wir brauchen diese Übersetzungsleistung, wenn wir nicht weiter uns die Köpfe einschlagen wollen. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende, dass wir lernen, irgendwie zusammenzuleben und uns zu verständigen. Darf ich da vielleicht direkt kurz was drauf sagen? Ich finde das ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland ist man wirklich, das hast du ja auch gerade schon erwähnt, im Bereich zum Beispiel Kino oder Film und Fernsehen, sehr verwöhnt, was Übersetzungsleistungen angeht. Und wir haben ja auch einmal so zum Thema Übersetzen schon gesprochen, uns getroffen. Und das werde ich halt auch nicht vergessen, dass wir einfach über Dinge gesprochen haben, so, man muss nicht alles verstehen. Man muss nicht alles übersetzt bekommen. Und gerade Menschen, die mehrsprachig aufgewachsen sind oder in Ländern, wo eben mehrere Sprachen vorhanden sind, sind das eher gewöhnt, als dass immer alles für sie übersetzt wird. Und ich finde es bezeichnend, wie unruhig manchmal Menschen werden, wenn sie das gesprochene Wort um sich herum nicht verstehen. Und natürlich fühlt man sich ein bisschen lost und ein bisschen hilflos, wenn man irgendwie in einem Raum ist und man versteht die Menschen nicht. Aber gleichzeitig kann man dann, und das wurde ja auch schon heute gesagt, auf verschiedene Sprachen eben rückgreifen. Was sagt die Körpersprache über diese Person gerade aus, während sie spricht? Oder was verändert sich in der Atmosphäre drumherum? Und dementsprechend bin ich auch immer mehr für an bestimmten Punkten zu sagen, wenn ich übersetze, dann übersetze ich gerne das, was die Mehrheit versteht, auch in andere Sprachen, um Menschen mitzunehmen. Also das ist so eher mein Antrieb hinter der Übersetzung, als dass ich sage, ich übersetze jetzt auch noch andere Dinge für die Mehrheit. Aber das läuft halt nicht wieder zurück. Und da versuche ich drauf zu achten, dass ich eben viel auch einfach, wie du gesagt hast, auch mal deutsche Wörter drin lassen oder einfach mal Sachen nicht verstehen und dann sagen so, und jetzt wisst ihr so ein bisschen, wie sich andere Leute fühlen. Das habt ihr jetzt davon. Kann ich da, genau, also dieses Nicht-Verstehen, das ist auf jeden Fall auch ein Ansatz, den ich mitgehe, der aber ein sehr, sehr schmaler Grat ist, sobald es auf Diskriminierung trifft, sozusagen. Also wie wir es bei Handverlesen machen, ist halt, dass ja natürlich jede Kunstform einzeln auf der Bühne ist, also immer erst das Original, ob es in Gebärdenpoesie ist oder in Lautsprache und dann danach die Übersetzung. Und wenn dann halt natürlich, und unser Publikum ist eigentlich größtenteils immer durchmischt, was ich super finde, also was richtig gut ist. Wir hatten eigentlich noch nie eine Lesung, die nur mit Hörenden besucht war oder nur mit Tauben. Und für mich ist wichtig, bei Gebärdenpoesie sage ich auch, hey, so ihr, die keine Gebärdensprache könnt, lasst euch ein auf die Poesie. Ihr versteht sie, ihr könnt Dinge wahrnehmen, ihr könnt Dinge aufnehmen. Und ihr könnt ja dann das Original oder die Übersetzung euch hinterher angucken oder vorher und dann habt ihr einen Transfer sozusagen. Es wird aber schwierig und das ist auch immer ein Punkt, wo ich natürlich auch Angst habe, wenn du ein taubes Publikum hast, was immer jeden Tag nicht versteht. Jeden Tag begegnen sie der Lautsprache, jeden Tag werden sie angesprochen und sie können sagen, hey, ich höre dich nicht oder sie sind am Zuggleis und es wird ein neuer Zuggleis angesagt, sie hören es nicht. Also sie begegnen dem jedes Mal. Und wenn ich sie dann in einen Raum einlade, der inklusiv für sie ist, muss ich halt schon auch damit arbeiten, sozusagen zu sagen, hey, es tut mir leid, hier liest gerade eine Person laut. Und was wir halt machen, was auch für die
Hörenden, Autorinnen immer ein bisschen schwierig ist, ist, dass halt dann im Hintergrund der Text sozusagen läuft. Also wir haben dann so eine Projektion, ist jetzt auch nicht einfach nur an die Wand gefahren, sondern es ist wirklich wie so ein Video. Da ist es natürlich dann immer mit dem Tempo ein bisschen schwierig, aber es muss halt soweit sein, weil ich muss es auf eine gewisse Art zugänglich machen. Und auch wenn dann natürlich die Taubperson, ich lese mir jetzt nicht diesen Text durch, weil das ist nicht meine Sprache, in der ich lese sozusagen, ist es zumindest machbar. Und das ist, also genau, ich will nur sagen, dieses Nicht-Verstehen ist ein schmaler Grat, je nachdem, aus welcher Richtung man, aus welcher Perspektive man guckt. Ja, ich würde das gern ergänzen und bestätigen auch. Aber da haben wir sozusagen den Bezug zu dem Vortrag gestern Abend. Also wenn wir eben von Mehrheitssprachen und Minderheitssprachen ausgehen, also dann müssen wir natürlich als die, die die Mehrheitssprache beherrschen, Rücksicht nehmen auf die, die das nicht tun, also eben auch auf Menschen, die zugewandert sind und die hier eben auch ähnlich hilflos sind wie Menschen aus eurem Umfeld. Und das finde ich wichtig, sich bewusst zu machen. Ich würde gern auf einen Titel aufmerksam machen von einem äthiopischen Schriftsteller, der lebt in Brüssel. Das ist Suleiman Adonia und der hat durch seine Fluchterfahrung und Kindheit in einem Flüchtlingslager eine Zeit erlebt, wo er aufgehört hat zu sprechen. Er spricht heute viele Sprachen, aber er empfindet zum Beispiel die Mehrsprachigkeit als einen Fluch und als eine Folter, hat er das zum Teil bezeichnet. Also das geht, kann eben sehr weit gehen und wir können uns das einfach nicht vorstellen, weil wir in einem reichen und dominanten Land leben und das ist ein Leid, glaube ich, für viele Menschen. Silence is my mother tongue ist der sehr sprechende Titel, es ist mittlerweile auch ins Deutsche übersetzt, also würde ich euch sehr empfehlen wollen. Danke. Ja, ich glaube, das ist auch so diese Frage, für wen übersetzt man eigentlich und an wen hat man noch nicht gedacht? Glaube ich, zwei Fragen sind, die derzeit brennender denn je und immer brennender werden in diesem ganzen Veranstaltungsnachdenken. Und vielleicht auch die Frage, welche Expertise braucht es dafür noch und hat man die vielleicht selber gar nicht und wen fragt man dann am besten? Weil ich glaube auch die Frage mit, eben wie bringt man die Stimmen rein, die einen anderen Aspekt oder einen Perspektivwechsel einem ermöglichen, womit hat es zu tun? Damit, dass man vielleicht selber rausgeht auch und übergibt? Also ich muss aus meiner Erfahrung sagen, dass ich grundsätzlich all diese Fragen, die auch fast schon ins Philosophische um das Thema Dolmetschen und Übersetzen gehen, einen leichteren Zugang zu finde, wenn ich mich mit KollegInnen unterhalte, die selber ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, nicht, dass ich das irgendwem abspreche, dass man sich dafür engagieren kann oder dass man darum arbeitet, absolut nicht. Nur die Idee zu haben, also beziehungsweise einen Missstand zu finden, zu sagen, da fehlt eine Übersetzung oder da muss noch etwas zusätzlich geleistet werden, ist mir halt aufgefallen, dass es leichter zu finden ist von Menschen, die sich damit entweder beruflich oder mit persönlich auseinandersetzen. Und wenn es Auslandsaufenthalte waren, dass man auch mal diese Erfahrung gemacht hat, eben ich verstehe nicht, was um mich herum passiert oder ich kann diese Texte nicht lesen, ich komme hier nicht weiter. Und ich sage nicht, man muss jetzt, also alle, die nur Deutsch sprechen und keine andere Sprachen, dürfen nicht mehr sich in den Themen irgendwie, die Themen bearbeiten. Aber es ist mir aufgefallen, vielleicht auch mal auf Menschen zu hören, die entsprechende Erfahrungen machen konnten, wo es leichter fällt, andere Menschen mitzudenken oder einfach festzustellen, so dass manchmal so Denkfehler rauszunehmen, die in der Konzeption passiert sind. Genau. Kann man besser zuhören lernen durch Mehrsprachigkeit? Grundsätzlich? Also nochmal zu dieser Frage, was braucht es, damit es sich verändert? Also vielleicht auch, um eine andere Wahrnehmung zu ermöglichen und Raum zu bieten für, wir sprechen jetzt über Veranstaltungsformate, aber was sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass es möglich ist?
Kann ich direkt? Ja. Also vielleicht, ich war gestern beim Panel nicht dabei, aber andockend dadurch Fördergelder. Also ich würde sagen, das braucht es als allererstes. Und vor allen Dingen, das ist super schwierig, es braucht andere Töpfe, es braucht extra Töpfe. Also es braucht nicht, also es gibt so, in Berlin gibt es einen Topf, einen Diversity Impact, der ist nur für Diversity-Projekte und das finde ich auch schwierig, weil es ist halt so wie, ja, ihr seid alle die Projekte, die halt irgendwas Inklusives, Diversity, irgendwas machen. Hier kriegt den Topf, aber beim anderen versucht es, aber weiß ich nicht, ob es klappt. Aber das Ding ist auch zum Beispiel, wenn ich einen Förderantrag stelle, ich habe, was ich ja vorhin auch schon meinte, einen großen, großen Aufwand an Dolmetscherinnenkosten. Und natürlich sind die auch wichtig und die sollen auch richtig bezahlt werden. Aber ich muss die quasi mit in den Antrag reinschreiben. Ich muss diesen also ich beantrage sozusagen das gleiche Geld wie ein anderes Projekt. Und ich muss quasi die Dolmetschkosten, die einfach wirklich enorm hoch sind, wenn man das richtig gut machen will und wenn man nämlich nicht mit Lücken arbeiten will, mit reinbringen. Und dann habe ich natürlich einen viel höheren Antrag und dadurch vielleicht aber auch das Problem, dass der nicht angenommen wird. Und dafür müsste es eigentlich einen Topf geben. Also es müsste was geben und das ist halt einfach ein strukturelles Problem, weil das einfach Dolmetschkosten generell, also die sind auch erst seit 2002 oder so, kann, oder ich weiß nicht, also noch nicht so lange, dass man die überhaupt beantragen kann, auch für andere, für ich gehe zum Arzt und so, aber es ist halt quasi nicht für Künstler, also wenn ich einen Künstler einlade, dann wäre es eigentlich das Beste, dass ich irgendwo an eine Stelle gehe und sage, hier, ich habe jetzt zwei taube Künstlerinnen eingeladen, dafür brauche ich so und so viel Dolmetscherinnen, bitte gebt mir was aus eurem Topf. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Das ist halt einfach, also das ist der erste Ansatz. Die Förderlandschaft muss anders konzipiert werden, sozusagen, wenn sie Türen aufmachen will. Ja. Geld auf jeden Fall, daran angedockt Zeit. Das Thema war ja auch gerade schon, das hast du erwähnt, wie lange man auch an Texten arbeitet zu übersetzen. Und das ist auch wieder in dieser Struktur der Förderung mit drin, wenn man jetzt einen Projektzeitraum hat, in dem etwas erst erarbeitet werden muss, um das dann aber noch zusätzlich eben an ÜbersetzerInnen weiterzugeben, damit das nicht nur in Form von einer Veranstaltung performt wird, sondern auch einfach grundlegend gut übersetzt wird und die entsprechend dafür dann auch bezahlt werden können. Das braucht einfach Zeit und das ist auch strukturell manchmal einfach nicht angelegt. Vor allem in so Projekten, das haben wir im letzten Jahr natürlich viel bemerkt. Es gibt Neustadt Kultur, jetzt gibt es hier noch schnell einen Antrag und da nochmal einen Antrag. Also wir werden gerade überflutet von einer Förderstruktur, wo viele sich auch denken, wie wird das in 2 Jahren, wenn wir den Preis dafür zahlen? Aber teilweise ist das so überlaufen, dass man gar nicht mehr hinterherkommt, die Dinge so durchzukonzipieren mit einer Planung und in einem Projektzeitraum, der auch lang genug ist, damit man etwas veröffentlichen kann oder damit man daran weiterarbeiten kann, eben an diesen Übersetzungen. Ich habe auch im Vorfeld in einem Interview gelesen oder in einem Artikel, das ITI hat so eine Veröffentlichung gemacht über Übersetzung im Theater, also mit Übertitelung vor allem. Das ist, glaube ich, die Münchner Kammerspiele, die hatten ja unter Lilienthal entschieden, dass sie in der Kammer 1, also auf der großen Bühne, grundsätzlich alle Stücke ins Englische mindestens mal übertiteln für als Angebot fürs Publikum. Und ich glaube, ein Jahresetat von um die 100.000 nur für die Arbeit derjenigen, die übersetzen, die Übertitel einrichten, die Proben begleiten, weil es ja auch dort ein Prozess ist, der damit zu tun hat, dass man Teil dessen wird. Und eben, also ich glaube, nur als Anekdote, meine schlimmste Erfahrung mit Übertitel war, ich war auf einem Gastspiel und sollte sie fahren in, nee, gar nicht wahr, es war in Polen, die Frau, die sie fahren sollte, hatte eigentlich alles vorher bekommen und hatte aber das Stück sich weder angeguckt noch das in PowerPoint eingerichtet, sondern eine Word-Datei wollte sie auf der Projektion laufen lassen. Und wir waren sehr erschrocken. Und das führte dazu, dass ich die ganze Nacht alles in die PowerPoint bis morgens um 6. Morgens um 6 ist es sehr schön in Krakau. Aber genau diese Frage nach, welche Vorauskenntnis braucht es eigentlich von dem Prozess und von der Investition in den Prozess an Zeit und Geld. Ich glaube, das ist so für die Live-Varianten tatsächlich irgendwie meine Kernerkenntnis auch aus der Erfahrung und von allem, was ihr berichtet.
Ja, ich würde auf deine Frage, was müssten wir tun oder was müssten wir verändern, abgesehen davon, dass wir die Förderstrukturen irgendwie angehen müssten, um zu sagen, so, dass ihr, das darf euch nicht wieder überraschen, sondern das ist einfach so. Und dass wir es sichtbarer machen, also ne, dass wir mehr ÜbersetzerInnen, DolmetscherInnen auf die Bühnen holen, dass die Personen, die Menschen sichtbar werden oder die eben mit mehrsprachig arbeiten, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen und einfach zu sagen, so, das kostet, das ist eine Realität, das ist aber auch eine große Lust, das ist auch eine Spielmöglichkeit, das ist sind neue Erfahrungsmöglichkeiten. Also nicht immer, das ist ein Problem, nein, das ist eine Bereicherung, ich kann darüber was lernen, ich kann darüber sinnlich auch was erfahren, was ich bisher nicht kannte. Also einfach auch die Schönheit dessen zu erfahren, die Poesie eben von verschiedenen Sprachen, auch wenn ich sie eben nicht verstehe. Also wir hatten bei unserem Festival bei der Eröffnung eine ugandische Schriftstellerin auf der Bühne, die hatte ein Gedicht extra für dieses Festival geschrieben. Und sie hat das in ihrer Muttersprache Luo vorgetragen und wir hatten vorher sie hatte das übersetzen lassen von einem Ugander, der eben auch Deutsch kannte, sodass wir die Projektion hatten. Und sie war so bewegt, weil sie gesagt hat, dass ich nach Deutschland eingeladen werde und hier auf einer großen Bühne stehe und mein Gedicht in meiner Muttersprache vortragen kann. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist ein solches Geschenk. Und kein Mensch da im Saal hat verstanden, was sie gesagt hat. Das war ein so unglaublicher Moment, der sich eben übertragen hat. Das war so wunderschön. Und das muss man einmal erlebt haben. Ich glaube, Menschen müssen eben was erleben. Wenn wir das immer nur intellektuell und theoretisch angehen, werden wir nichts verändern. Die Menschen müssen auch diese Schönheit und diese Momente, diese poetischen Momente erleben. Und das sehe ich als unsere Aufgabe, das in den verschiedenen Feldern einfach umzusetzen und eben dafür zu trommeln, auch dass es finanziert wird. Also ich glaube auch, dass dieses Erleben, das ist so ein bisschen der wichtigste Moment. Also ich habe das auch nach jeder größeren Handverlesen-Lesung, dass hinterher halt Leute unterschiedlicher Sprachen, also taub oder hören, zu mir kommen und sagen, krass, es hat mich total berührt, das zu sehen, es hat mich berührt, dass hier vier taube Künstlerinnen auf der Bühne stehen und die ihre eigenen Texte performen, nicht irgendeine Übersetzung, nicht irgendwas, ein Transfer, sondern wirklich ihre Texte, ihre Poesien. Und auch, also ich hatte das auch, das Erlebnis, dass, sagen wir mal, es sind ja zwei Nischensprachen, mit denen ich mich befasse, also Lyrik und Gebärdenpoesie, also es ist beides jetzt nicht in der Mehrheitsgesellschaft wirklich angekommen. Und dass ich dann halt manchmal bei diesen Lesungen dann natürlich auch Freunde oder so kommen, die eigentlich sagen, ich habe mit Lyrik überhaupt nichts am Hut und ich befasse mich damit nicht. Und die dann kommen so, hey, irgendwie hat mich voll berührt. Ich habe einen anderen Zugang zu Lyrik gefunden. Und auch das finde ich super spannend, dass man halt dadurch auch nochmal Leute abholt, die halt hörend sind, lesen und sich mit Literatur befassen, aber vielleicht nicht mit Lyrik und dadurch auch nochmal so einen Bereich finden. Dann danke ich euch recht herzlich. Wir sind am Ende unserer Zeit und bin gespannt, was wir alles daraus mitnehmen noch für die nächsten Schritte. Die große Aufgabe sichtbar machen, weiter drüber sprechen, zeigen, fühlen, erlebbar machen vor allem und nicht nur drüber sprechen. Vielen Dank euch.